Hallo ihr Lieben, ich darf euch begrüßen in meinem Currently Reading. Es ist mal wieder Samstag, diese Woche gibt es also keine kleinen Bissen, sondern den ganzen Vlog. Ich habe so einiges gelesen, insgesamt waren es über 1400 Seiten, dementsprechend also ca. 200 Seiten pro Tag. Ihr seht, es ist einiges passiert. Ich habe außerdem Game of Thrones gesuchtet, sowohl als Buch als auch in den Serien. Und ich würde euch jetzt zuerst berichten, was lesetechnisch alles bei mir passiert ist und halt serientechnisch. Und ja, und dann habe ich noch einige ganz liebe Geschenke, Päckchen und so weiter bekommen. Es geht hauptsächlich um Kerzen, dementsprechend noch so ein kleiner Kerzen-Haul-Vorstellungsvideo. Ich habe ja schon zwei gezeigt. Und deswegen, was jetzt ganz neu bei mir eingezogen ist, würde ich euch einfach im Anschluss zeigen. Und zum Schluss noch ein paar Worte zu meiner ersten Schulwoche, denn in Sachsen haben die Ferien geendet, jetzt schon. Und die erste Schulwoche ist vorbei an der neuen Schule. Ich habe einen neuen Job, beziehungsweise die Schule gewechselt. Und ja, darüber kann ich auch ein bisschen was berichten. Also, zuerst habe ich weitergelesen. Ich bin ja mit meinen ehemaligen Schülern von meiner alten Schule in einer Lesegruppe zu Game of Thrones bzw. das Lied von Eis und Feuer. Das Band 3, der Thron der Sieben Königreiche, hatte ich irgendwann letztes Jahr schon mal angefangen, die Hälfte gelesen und aus Gründen das Buch nicht mehr angefasst. Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, weil ich habe es geliebt und ich startete diese Woche, also am Samstag begann die Vlogwoche am 5.8. und auf Seite 205, 574 hat es und dementsprechend habe ich 369 Seiten gelesen. Das ist, glaube ich, auch das erste Buch, das ich diese Woche beendet habe. Und ich fand es einfach nur super. Vor allem steckte ich ja, ich glaube, am Freitag, also der letzte Tag der vorangegangenen Vlogwoche, hatte ich die erste Folge von Staffel 3 geschaut. Dementsprechend war ich dem Buch dann mittlerweile voraus und habe die letzten 7 Tage, beziehungsweise eigentlich die letzten 5 Tage, denn Donnerstag und Freitag hatte ich keine Zeit mehr zum Gucken. Ich habe die ganze dritte und die ganze vierte Staffel geschaut und mit der ersten Folge der fünften Staffel angefangen. Also völliges Fieber. Und das Ding ist, langsam bin ich so weit, weil ich wirklich gesuchtet habe ohne Ende. In jeder freien Minute, wie gesagt, die ersten 5 Tage, habe ich mich mit Game of Thrones beschäftigt. Und da ist man da mittlerweile auch irgendwie ein Teil der Familie, muss ich sagen. Also man steckt da einfach drin und man kehrt wirklich immer wieder in diese Storyline in Westeros zurück, als ob es zu Hause wäre. Hätte ich ja nie gedacht, dass es mich auch mal so trifft. Also ich kenne andere, denen es auf jeden Fall so geht. Aber ja, hat mich schwer beschäftigt diese Woche. Und am liebsten hätte ich gleich mit dem vierten Band angefangen. Ich habe ihn ja da. Wartet. Da sind sie. Da. Also den vierten und den fünften habe ich noch. Und ich habe jetzt aber erstmal so viele Bücher auf dem Sub, beziehungsweise, also die gehören ja auch auf dem Sub, ne? So viele Rezensionsexemplare, dass ich mich dann erstmal jetzt im August verstärkt damit beschäftigen möchte. Nützt ja alles nichts. Ich habe auf meinem Blog mein Want to Read gepostet und da sind 20 Bücher. 5 davon habe ich jetzt beendet aktuell. Und von den 20 Büchern sind 12 Rezensionsexemplare. Also ihr seht, ich muss da erstmal ran. Aber ansonsten freue ich mich schon extrem, im September dann mit dem vierten Band weiterzumachen. Und ich denke mal, da werde ich wieder meine Schüler mit dazu nehmen. Ja, das ist sozusagen zuerst passiert. Dann habe ich ein komplettes Buch gelesen, nämlich Secret Fire von Christy heißt sie. Oder Chrissy. Naja, C.J. Doherty oder, ne, die auch, ich glaube, Night School geschrieben hat. Blende ich euch mal hier das Cover ein. Secret Fire ist, glaube ich, eine Dilogie, wenn ich mich nicht irre. Ich habe auf jeden Fall den ersten Teil komplett gelesen in einer privaten Leserunde mit meiner Frau G aus A. Und da haben wir am Samstag damit gestartet, wenn ich mich nicht irre. Und ja, habe ich jetzt gestern beendet, waren 448 Seiten
Und es geht um Taylor. Ich glaube, sie ist 17 Jahre alt, lebt in einer Kleinstadt in England und möchte unbedingt nach Oxford und büffelt dementsprechend wie eine Verrückte, bekommt dauernd Zusatzaufgaben, was ich ein bisschen komisch fand. Na ja, gut, ich bin halt Lehrerin, ich habe dann immer einen anderen Blick drauf und habe immer das Gefühl, dass manche Autoren gar nicht so richtig wissen, wie Schule funktioniert. Auf jeden Fall ist die quasi schon mit Arbeit zugeschissen, mit jede Menge Nachhilfe. Im Endeffekt, in dem ganzen Buch hat sie aber nur einen Nachhilfeschüler. Aber die Story begann erstmal damit, dass sie richtig viel Nachhilfe gibt. Und dann kommt halt ein Lehrer zu ihr und sagt, er hätte noch einen Nachhilfekandidaten für sie, der aber in Frankreich lebt. Fand ich erstmal schon komisch. Der braucht irgendwie Nachhilfe in England und sie sollen sich sozusagen via Internet austauschen. Na, wie gesagt, ich als Lehrerin, hä? Also, dass das alles einen Grund hat, ist ja klar, ne? Aber erstmal. Wie kommt das? In der Schule, in Lehrer, der plötzlich diese Nachhilfesache, ne? Und sie ist halt wirklich schon zugebombt mit Nachhilfe. Sie tut alles, sie engagiert sich überall, damit sie quasi extra Credits für Oxford bekommt. Und im Endeffekt in dieser ganzen Story hat sie aber eigentlich nichts getan, außer dass sie ab und an mal in der Schule war, ein bisschen gebüffelt hat, Hausaufgaben gemacht hat und diesen einen Nachhilfeschüler hatte. Also keine Ahnung, was aus dem Rest geworden ist. Keine Ahnung. So. Und das ist auf jeden Fall der Sascha. Und der hatte gar keinen Bock mehr, in die Schule zu gehen. Der kommt am Anfang so ein bisschen Bad Boy-mäßig rüber, weil er auf alles keinen Bock hat. Und das Problem ist, er stirbt zu seinem 18. Geburtstag, kann aber vorher nicht sterben. Und er hat sich da auf ein paar Wetten eingelassen. Er will ein bisschen Geld sammeln für seine Familie sozusagen, indem er von hohen Häusern, so fünfter Stock, runterspringt und währenddessen eben nicht stirbt. Da hat mich ein bisschen gestört, denkt der Junge nicht nach. Also ich meine, klar ist das ein bisschen witzig, wenn man noch 17 ist und zu viel Testosteron hat und ein bisschen blöde ist im Kopf, aber wenn man dann aus einer Höhe runterfällt, wo ein normaler Mensch sterben würde und man macht dubiose Wettgeschäfte, denkt man da überhaupt nicht, dass das irgendeine Auswirkung haben könnte? Also ich hatte, man merkt, ein bisschen Probleme mit diesem Buch. Ja, und die fühlen sich dann betrogen und fangen an, seine Familie zu bedrohen. Auf die Idee hätte man kommen können. Naja, auf jeden Fall, er stirbt zu seinem 18. Geburtstag. Das ist immer so in dieser Familie, der Erstgeborene stirbt. Und die Taylor setzt sich dann mit ihm in Kontakt. Die haben beide nicht so viel Lust, machen das aber. Und da entwickelt sich eine Freundschaft, so würde ich es mal bezeichnen. Es ist Gott sei Dank keine Insta-Love-Geschichte, dafür bin ich extrem dankbar. Das Buch hat sich außerdem sehr gut lesen lassen und sie stellen fest, dass sie quasi auch Fähigkeiten besitzt. Mehr spoilern will ich jetzt mal nicht. Auf jeden Fall kann sie ihm eventuell helfen. So. Soweit zur Storyline, die ist okay für ein Jugendbuch, hat sich auch echt flott lesen lassen. War schon recht spannend, also kann ich durchaus empfehlen, das Buch, aber ich hatte, wie gesagt, ein paar Probleme. Außerdem, ihre Fähigkeit hat etwas damit zu tun, dass sie Moleküle beeinflussen kann. Und dann denke ich mir, okay, sie kann quasi die Energie um sich herum wahrnehmen und diese beeinflussen. Da kann sie eventuell, ne, Gegenstände bewegen, Feuer entfachen oder so, Dinge kaputt machen, ne, Moleküle, Atome. Kann ich mir alles vorstellen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass man Gedanken beeinflussen kann und dass man bei jemand die Vergangenheit verändern kann, ne, also dass er etwas Erlebtes sich nicht mehr daran erinnern kann und dass man sozusagen mentale Befehle geben kann. Das kaufe ich der Autorin nicht ab. So muss ich also auch sagen, ich lese eventuell noch den zweiten Teil. Wie gesagt, in meinem Kopf gibt es nur zwei Teile. Vielleicht ist es doch eine Trilogie. Ne? Könnt ihr mich gern berichtigen, wenn ihr da mehr wisst. Vielleicht lese ich weiter. Wie gesagt, es war flott. Ich habe durchaus Bock darauf zu erfahren, wie das weitergeht und wie sich das auflöst. Aber das hatte schon ein paar Ecken und Kanten, wo ich sage, ja, musste so nicht sein. So, und dann
Ach, hier ist es. Dann habe ich ein bisschen weiter gelesen. Das war, glaube ich, auch noch am Mittwoch in Erwachen des Lichts von Jennifer Armstrong. Bin ich ja eigentlich in der Leserunde bei Was liest du? Aber ich hatte in der Blogwoche davor oder so, auf jeden Fall hatte ich 112 Seiten am Stück gelesen in diesem Büchlein und war dann erstmal ein bisschen enttäuscht, weil ziemlicher Abklatsch von Percy Jackson. Hier geht es um, jetzt habe ich den Namen echt vergessen. Josie. Es ist doch passiert. So, die Josie. Und ja, ihre Mutter wurde immer für verrückt erklärt, weil sie meinte, der Vater von Josie wäre ein Engel gewesen. Fakt ist, es ist Apollon. Und es geht hier um die griechischen Götter, die einen kleinen internen Krieg geführt haben, weil Ares irgendwie mehr Macht wollte. Weiß ich gar nicht mehr so genau, was Ares wollte. Auf jeden Fall haben die griechischen Götter sozusagen gegen Ares Krieg geführt und haben deswegen einen Titan befreit. Und der hat dann auch Ares umgebracht. Allerdings hat der Titan sich gedacht, warum sollte ich mich wieder einsperren lassen? Hat die anderen Titanen befreit und jetzt sind quasi die griechischen Götter im Krieg gegen die Titanen. Ja. Und weil das so ein bisschen abzusehen war, haben die griechischen Götter 12 Kinder gezeugt mit den Menschen, quasi Halbgötter. Und die Fähigkeit von diesen blockiert. Davon sind jetzt wohl schon 6 verschwunden. Es sind also nur noch 6 übrig und die Josie ist eine davon. Und ich habe ihn immer Seth genannt, aber es ist einfach wahrscheinlich Seth. Ich und das TH. Ihr könnt euch den Namen vorstellen. Ich dachte immer, das ist quasi ein ägyptischer Gott, ist er aber nicht. Es ist ein Apollyon, sprich ein Sohn von einem Halbgott und einem Reinblut, also wenn 2 Götter und, ach, ich weiß nicht mehr, wie das mit den Reinblut und mit den Halbgöttern, das war ein bisschen eine komische Geschichte. Mit den Halbgöttern und ja doch, Halbblütler und Reinblütler, ja, so war das. Also ein Halbblut ist, wenn ein Halbgott mit einem Mensch ein Kind kriegt, genau. Und also wenn ein Halbblut mit einem Reinblut ein Kind hat, dann kann ein Apollyon entstehen und das wird auch als Göttermörder bezeichnet. Da gibt es eigentlich immer nur einen, weil sind die sind arschgefährlich. Irgendwie gab es 2. Das eine war ein Mädchen und die 2 Apollyons hatten irgendwas miteinander zu tun. Mal gucken, wann das irgendwie aufgelöst wird. Das ist alles irgendwie, ist mir ein bisschen too much. Gemäre mit dem ganzen Blut und dem Halb und Ganz. Und auf jeden Fall gibt es jetzt noch 6. Von Josies Sorte, die nicht wissen, dass sie Halbgötter sind, deren Kräfte blockiert werden. Wenn die 6 zusammenkommen, dann werden die Kräfte sich entblockieren und dann können sie den Kampf führen gegen den Titanen. Das mutet halt alles so ein bisschen nach Percy Jackson an, weil dieser Apollyon, der soll die Josie jetzt sozusagen abholen und dorthin bringen, wo dann auch die anderen sind und wo sie dann so trainieren können. Ja, da war ich ein bisschen enttäuscht. Dann hat sich Jennifer L. Armstrong auch noch eine Szene ausgesucht, die sie als Jaylin schon mal in Wait For You verwendet hat. Und da dachte ich mir dann irgendwann, oh. So, und dann hat sich die Josie auch noch ein bisschen blöd angestellt, weil sie etwa 10-mal Apollyon falsch ausgesprochen hat. Wo dann einige in der Leserunde gesagt hat, naja, vielleicht meint sie das bloß witzig, um ihn zu ärgern. Aber es wird auch bezeichnet, geschrieben in dem Buch, dass sie ein bisschen schüchtern ist und dass sie eigentlich mit Jungs nicht so viel am Hut hat, wo ich mir denke, naja, ob sie dann dieses Kokettieren mit dem falschen Namen macht, weiß ich nicht. Also sie hat einfach das Gefühl, sie ist ein bisschen zu bescheuert, um den Namen Apollyon sich zu merken. Oder Tartarus. Deswegen. Ja, also ich war nicht so ganz glücklich, deswegen hatte ich das Buch jetzt ein bisschen sträflich vernachlässigt und ich habe es geschafft, am Mittwoch immerhin 50 Seiten zu lesen, sprich von Seite 112 bis Seite 162. Soweit, so gut. Und Mittwoch war eben auch mein letzter Game of Thrones Serientag, wo ich dann auch nachts noch mit der ersten Folge der 5. Staffel angefangen hatte. Ja, und Donnerstag hat es mich irgendwie gepackt, wobei das Buch nicht geplant war, nämlich die Wahrheit von Melanie Rabe anzufangen. Und Leute, ich habe Donnerstag und Freitag zusammen dieses Buch weggesuchtet.
So, dementsprechend kann ich wirklich das Label spannend vergeben. Es hatte 441 Seiten in 2 Tagen und es ist nicht das Einzige, was ich gelesen hatte. Secret Fire habe ich auch noch beendet. Wahnsinn. Wahnsinn, wie ich finde. Hier geht es um Sarah, spielt in Deutschland und vor 7 Jahren ist ihr Mann auf Geschäftsreise geflogen, ich glaube nach Südamerika, und verschwunden. Und ihr Sohn war damals 1 Jahr alt, mittlerweile ist er 8 Jahre alt. Und man erfährt am Anfang, dass die Sarah ein neues Leben begonnen hat und sich sozusagen die Haare abgeschnitten hat, ihren Ring vergraben hat und jetzt endlich den Neuanfang wagt. Und da bekommt sie einen Anruf, nämlich ihr Mann ist gefunden worden, der war in einem so einem Camp, so einem Lager, und irgendwie gab es niemals Lösegeldforderungen und dementsprechend war der dort 7 Jahre und der kommt jetzt wieder. Und hier vorne steht da drauf, sie kennt ihn nicht, doch er weiß alles über sie. Also dieser sogenannte Philipp, ihr Mann, steht vor ihr. Die Presse ist da, er ist ein reicher Geschäftsmann, dementsprechend schon ein Name dort, wo sie herkommt. Aber er hat es nie viel mit dieser Presse, hat er nie viel zu tun gehabt. Es gibt also kaum Fotos von ihm. Und sie sieht ihn und denkt sich bloß, das ist nicht mein Mann. Und wie bekomme ich den wieder los? Also der kommt natürlich mit nach Hause, mit in ihr Haus, beziehungsweise es ist sein Haus aus seiner Familie. Und sie bekommt Angst, sie bekommt Zustände. Was will dieser Mann? Ich will den hier nicht haben. Er weiß so viel über mich. Wie hängt das alles zusammen? Hat er das recherchiert? Müllt er bloß an das Geld meines Mannes? Und dann wird er ihr scheinbar immer gefährlicher. Die Storyline fand ich spannend, weil ich die ganze Zeit wie blöde wissen wollte. Wie löst sich das auf? Wer ist dieser Mann? Was will er? Und überlebt die Sarah das Ganze? So, steht ja auch Thriller drauf. Und ich hatte schon die Falle gehört als Hörbuch und das war auf jeden Fall ein bisschen träger, hat aber so einen ähnlichen Verwirrcharakter, also so ein bisschen Psychospielchen. Was mich gestört hat, dass sowohl bei der Wahrheit als auch der Falle die Protagonistin scheinbar einen psychischen Knacks hat und die Melanie Rabe das meiner Meinung nach recht eingänglich schildert, ich da aber beim zweiten Buch keinen Bock mehr drauf hatte, dass sie sich ständig übergeben muss, dass sie ihren Kopf, dass sie an die Decke starrt, dass sie immer und immer wieder Dinge wiederholt. Ich muss atmen, atmen, weg, 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 rennen, rennen, rennen. Also dieses, da staut sich bei mir was an. Also vielleicht ist genau das halt das, was wichtig ist bei dem Psychothriller, ne? Aber zum zweiten Mal eine, die wirklich so psychisch ein bisschen labil ist, da, boah, also da hatte ich keinen Bock drauf. So. Aber es war eben dadurch spannend, weil ich die ganze Zeit dachte, hat die jetzt einen Klatsch oder muss die sterben und dann war irgendwas in ihrer Vergangenheit, hat sie da nun was getan oder nicht? Und wer steckt nun dahinter? War spannend. Ich habe dann gesehen, sowohl bei Goodreads als auch bei Amazon gibt es viele schlechte Rezensionen. Bei Amazon auch viel 1- und 2-Sterne-Rezensionen, weil sich die Leute von dem Ende verarscht gefühlt haben, beziehungsweise das letzte Drittel ist komisch, weil dann kommt dann der Break und dann löst die Autorin auf, wer dieser Mann ist. Und das hat sie mir vorher schon angeschaut, also sie hat mich vorher nicht gespoilert, wer er ist, aber ich wusste schon, im letzten Drittel passiert dann etwas, womit viele nicht einverstanden sind. Und als dann dieser Break kam, dachte ich mir auch, was? Nee. Nee, komm, nee, das macht die jetzt nicht mit uns. Und war dann auch entsprechend erstmal, naja, schockiert, weil ich habe mich halt so verarscht gefühlt als Leserin. Ne? Warum macht die Autorin das mit uns? Denkt sie wirklich, dass sie damit durchkommt? Muss aber sagen, dass ich am Ende trotzdem zufrieden war. Also ich habe bei Goodreads vorhin, also habe ich auch gestern beendet, gestern Secret Fire und die Wahrheit am Freitag. Ich habe bei Goodreads trotzdem 4 Sterne vergeben, weil ich fand es trotzdem mordsmäßig spannend und am Ende war ich trotzdem zufrieden. Ja,
Mag es aber nicht, wenn man, also ich mag es, wenn man versucht, mich aufs Glatteis zu führen. Das macht ja zum Beispiel Sebastian Fitzek sehr gerne, obwohl der einen komischen Aufbau von den Geschichten hat. Also da habe ich bis jetzt nur das Paket und Acht Nacht gelesen und da habe ich immer nur 3,5 Sterne, 3 bis 3,5 vergeben, weil mir der Aufbau seiner Geschichte immer nicht gefällt. Aber der hat halt auch so dieses, naja, ich führe den Leser aufs Glatteis und dann denkt er, dass er, dann soll er denken und denkt, dass er denkt und dann ist das alles falsch. Also das finde ich gut, das fand ich auch hier gut. Das fand ich auch bei dem Thriller Er liebt sie nicht gut, dass ich aufs Glatteis geführt werde, aber ich werde nicht gern verarscht. Weil das, was sie getan hat und wo sie dann versucht, dann aus der Erklärung einen Sinn zu machen, das war so gewollt. Ja, so auf Teufel komm raus, muss das jetzt so stimmen? Na, kaufe ich der Autorin nicht 100% ab, aber es hat mir trotzdem gefallen. Wie gesagt, in 2 Tagen weggesuchtet. Ich denke, das sagt alles und ich finde das Buch trotzdem gut und ich würde trotzdem den nächsten Melanie Rabe lesen. Ja, und dann habe ich, nachdem ich das Buch beendet hatte, nee, Secret Fire habe ich danach erst beendet, auf jeden Fall beide, wie gesagt. Und da war es, glaube ich, um 7. Und da dachte ich mir, gut, der Abend ist ja noch jung, hätte ich wieder Game of Thrones gucken können, aber dann habe ich entdeckt, dass ich bei NetGalley das neue Buch von Thorsten Sträter, als ich in meinem Alter war, als Rätselexemplar zugesagt bekommen habe. Kann ich euch auch verlinken. Und Thorsten Sträter hat einen recht derben Humor, der mir aber meistens gefällt. So, und naja, dann habe ich mir dann das Rezensionsexemplar auf mein Kindle geladen und habe angefangen zu lesen. Das Buch hat nur 224 Seiten und ich habe gestern dann auch noch die ersten 45% gelesen, sprich nochmal 110 Seiten. Also ich habe allein gestern 500 Seiten gelesen. Ja, also sozusagen noch der Thorsten Sträter. Und das sind ja eher so humoristische Kurztexte. Ja, und er ist ja halt ziemlich derb, trifft meinen Humor. Ich habe da auch die ersten 15%, glaube ich, nur vor mich hingekichert. Ich fand es echt so gut. Jetzt bin ich gerade also heute beim zweiten Teil sozusagen dieses Buches und da hat er eher politische Texte. Ah, da finde ich, das ist manchmal für mich eher ein müder Lacher, was er da versucht. Aber so die ersten 45%, die ich gestern gelesen hatte, waren cool. Und das war dann meine Lesewoche mit insgesamt 1418 Seiten. So, fand ich Bombe. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich in meiner ersten Schulwoche so viel Lesezeit habe. Aber ich habe es insofern recht schlau gemacht, dass ich letztes Wochenende einen Großteil meiner Unterrichtsvorbereitung gemacht habe. Und ich dementsprechend die Nachmittage und Abende eben viel Lese- und Serienzeit hatte. Wobei sich das ändern wird, sobald ich anfange, Arbeiten zu schreiben. Aber gut, diese Woche war ich erstmal sehr zufrieden damit. So, dann wollte ich euch ja noch zeigen, was ich alles Schönes bekommen habe. Es gab nämlich 2 Päckchen und dann war ich bei meiner lieben Frau G aus A. Und sie war in den Ferien bei Karls Erdbeerhof. Und hat quasi Geschenke mitgebracht an allerlei liebe Menschen. Und ich habe eine Kerze bekommen, weil ich ja zurzeit total im Kerzenfieber bin. Und zwar ist das Erdbeer-Vanille. Und Leute, das riecht so geil nach Erdbeerbonbons. Ja, nach diesen. Ich weiß gar nicht, gibt es die überhaupt? Die hatte ich als Kind immer. Die waren irgendwie gefüllt. Waren die mit Erdbeer gefüllt? Ich weiß gar nicht mehr, wie die aussahen. Auf jeden Fall riecht es genauso. Ich würde es am liebsten essen. So, habe ich auf jeden Fall. Das war die erste Kerze, die ich, glaube ich, letzte Woche. Samstag? Wann war ich da? Auf jeden Fall die erste Kerze, die diese Woche neu bei mir eingezogen ist. So, und dann habe ich auch noch ein Paket bekommen von der lieben Sandra. Ich habe ihr ein Paket geschickt mit einem Buch und einem Tart für sie. Und sie hatte irgendwie gemeint, wir haben da so eine kleine WhatsApp-Gruppe,
dass sie Macaron Treats sich als Jar gekauft hat und so weiter. Und ich meinte bloß so, ach Mensch, das wollte ich auch mal ausprobieren. Habe ich ganz vergessen, in meinem letzten Haul zu bestellen, dass ich das wollte. Ja, und da hat sie mir das zugeschickt. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Duft beschreiben soll. Ich habe keinen Plan. Aber ich habe die ganze Zeit gewartet und den nicht angezündet, damit ich ihn heute nochmal zeigen kann und mich nochmal bedanken kann, weil ich mich so sehr gefreut habe, weil sie wollte mir den zuschicken. Und dann habe ich noch bekommen Home Sweet Home. Und da sieht man, na, das sieht recht cozy aus und riecht aber sehr stark nach Zimt. Ah. Ja, und ich denke, das ist ein wunderbarer Herbst- oder Weihnachtsduft. Also den zünde ich jetzt noch nicht an, aber hier bin ich extrem gespannt. Und jetzt kann ich den auch endlich aufruppen und anzünden. Ja, habe ich mich sehr gefreut. Und dann kam noch unerwartet ein Päckchen. Da habe ich aber eine Weile gebraucht, um das endlich bei meinen Nachbarn befreien zu können. Naja, ich und meine Nachbarn. Und zwar hat mir die liebe Steffi ein Paket geschickt und habe ich mich mega gefreut. Und ich wusste, dass sie mir ein paar Tarts zuschicken wollte. Und in dem Paket war aber noch allerlei anderes Tolles. Und ich habe mich dann im Nachhinein geärgert, dass ich kein Unpacking gedreht habe. Da hatte ich nämlich so eine ganz wunderschöne Kerze und so ganz coole Sticker, die man so benutzen kann fürs Book Journal, beziehungsweise das, wer ist das? Nicht Book Journal, sondern der normale Kalender, Journal, das hat doch irgendeinen Namen. Habe ich vergessen, jedenfalls habe ich ein paar Kalender. So, und freue ich mich auch, wenn ich das jetzt endlich aufmachen kann und die Sticker reinkleben kann. Und dann ganz witzig, die Lesezeichen, da ist noch der Fuchs, aber der ist jetzt gerade in Sie von Stephen King, weil ich nämlich die drei Lesezeichen erst vor einer Woche verschickt hatte an jemanden, der keine Lesezeichen bis jetzt hat. Und jetzt habe ich sozusagen neue, aber dann sieht man mal wieder, ne, wer gibt, dem wird gegeben. So ist das nämlich. Ja, und dann noch ein bisschen Wellness, Masken, und Badesalz und Kerzen. So, jetzt kommt's, weil mir war bewusst, dass sie mir Kerzen zuschicken wollte, aber dass ich gleich so ein riesentolles Paket bekommen habe. Ja, ein schönes Armband war noch dabei. Das ist das, was ich gerade runtergeschmissen habe. So, und zwar waren 4 Tarts dabei, von denen ich euch jetzt nur 3 zeigen kann, weil das erste habe ich schon ausprobiert. Nämlich, ich sage immer, es heißt Pain o' Raisin. Das soll jetzt, glaube ich, aus dem Sortiment kommen. Bin ich also ganz froh, dass ich da jetzt die 2 Tarts habe. Wie gesagt, das erste habe ich schon angezündet. Hat mir auch sehr gut gefallen. Roch nach Gebäck und Kaffee. War also für mein Arbeitszimmer die Woche echt super. Und ich sage immer Pain or Raisin. Weil Raisin klingt ja nun englisch nach den Rosinen. Aber O ist meiner Meinung nach Französisch. Und dann müsste es ja nicht Pain heißen, sondern wahrscheinlich Pain oder so. Mein Französisch ist jetzt über 10 Jahre her. Also keine Ahnung. Pain au Raisin. Falls irgendjemand von euch Französisch kann und mir das... Ihr wisst Bescheid. So, bin ich also sehr froh, dass ich 2 Tarts habe. Und dazu kam noch Cassis. Riecht exakt so, wie es draufsteht und wunderbar, ja, wunderbar fruchtig. Und dann noch Honey Glow, auch sehr schön. Weiß ich gar nicht mehr, nach was das riecht. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen eine Honignote und ansonsten bin ich einfach mal gespannt, wie das auch duftet in meiner Duftlampe. Ich bin echt langsam am Überlegen, ob ich mir noch eine zweite Duftlampe hole, damit ich sozusagen, weil ich habe nur diese 4-Stunden-Teelichter. Die Patty hat ja die 8-Stunden-Teelichter. Und das heißt, wenn ich ein halbes oder ein Viertel Tart reinmache, dann kann ich ja 2 Teelichter abbrennen. So, und da muss man aber Geduld haben, weil man
also ich mache da meistens nur ein Teelicht pro Tag rein, weil so lange bin ich nicht in meinem Arbeitszimmer und das immer hin und her zu schleppen. So, und das heißt, zwei Tage habe ich einen Duft, aber ich habe jetzt so viele Düfte, die ich alle ausprobieren möchte. Und aber ich will die das Wachs dann auch nicht zu früh rausmachen, weil das wäre dann auch Verschwendung. Und ja, ihr seht, es ist echt problematisch in dem Leben eines Kerzenjunkies. Und deswegen, ja. Gerade eben ist übrigens mein Jar von Forbidden Apple an. Allerdings in meinem Arbeitszimmer, da freue ich mich gleich drauf, wenn ich dann das Video schneide. Ja, wir Kerzensuchtis, wir haben halt dazu auch eine wunderbare WhatsApp-Gruppe und da haben wir uns heute Morgen schon wieder ausgetauscht. Es ist so geil, wenn dann jeden Tag irgendwer anfängt, ja, ich habe mir gerade das und das entweder angezündet oder gekauft oder entdeckt. Es ist geil. Ich glaube, unser Book, also unser Berg unangezündeter Kerzen, wird dieses Jahr noch steigen. Wobei ich halt schon zwei Bestellungen hatte und ihr seht, also theoretisch komme ich bis zum Rest des Jahres hin, aber wozu? Ja, mal gucken. So, das erstmal zu den Büchern und zu den Kerzen, was diese Woche alles so passiert ist. Und wie gesagt, die erste Schulwoche startete für mich und ja, man sieht mich noch lächeln, auf jeden Fall. Also ist mir gut bekommen, mir gefällt die neue Schule, beziehungsweise habe ich sozusagen zwei Schulen, die ich anfahre und was mich aber nicht weiter stört. Und die Schüler waren soweit auch gut. Manche sind ein bisschen crazy drauf, aber mal sehen, wie sich das in den nächsten Wochen noch entwickelt und Unterrichtsvorbereitung zeitmäßig ging soweit. Und ja, die meine Schulzeiten sind auf jeden Fall besser als vorher. Ich bin immer ein bisschen eher zu Hause und kann dementsprechend dann halt noch ein bisschen Unterrichtsmaterial vorbereiten. Und dann in Ruhe, habt ihr ja gesehen, diese Woche lesen und Serien gucken. Hat mir echt gut gefallen, kann gerne so weitergehen. Und ansonsten, ja, Kollegen sind auch alle nett und freundlich und ja, also ich freue mich zurzeit jeden Tag in die Schule zu fahren. Also man mag es nicht glauben, aber es ist wirklich ungelogen so. Ja, mir hat es diese Woche wieder Spaß gemacht und muss wieder sagen, ja, Lehrer ist doch das Richtige für mich. Das habe ich ja in meinem Studium, hat ja noch so viel Schiss und alles, ne? Und ich muss auch echt sagen, war wahrscheinlich die beste Berufsentscheidung, die ich hätte treffen können. Und so kann es gerne weitergehen. Ja, und dementsprechend froh gelaunt bin ich jetzt auch ins Wochenende gestartet. Es ist jetzt schon Mittag. Ich habe heute schon fleißig ein paar Stunden am Schreibtisch verbracht und auch schon ein paar Stunden für nächste Woche vorbereitet. Ganz entspannt. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ebenfalls ein entspanntes Wochenende. Und wenn ihr das Video nicht am Wochenende schaut, dann eine schöne Arbeits- oder Schulwoche. Lasst euch nicht ärgern. Und ja, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.